Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Wir spielen diesmal einen bösen, sympathischen, netten Mann auf der Suche nach neuen Freunden und da haben wir schon unseren ersten gefunden. Ich habe es vorher schon ein bisschen geprobt, geübt und ich wurde immer wieder verarscht. Also ich habe es nie geschafft, der war da gerade hinterm Fenster. Ich habe es nie geschafft, alle Leute zu fangen, aber ich habe ein gutes, jetzt ist er schon wieder reingegangen, ich habe ein gutes Gefühl, denn was alle Leute machen, ist genau das, was der jetzt gerade mit mir macht. Die verarschen mich immer. Die laufen immer die ganze Zeit um Fenster drumherum, steigen dann wieder ein und blablabla. Und dann kriege ich die Typen nie, weil unser dicker Onkel hier, ich setze ja mal so ein Teil hin, immer eine Ewigkeit braucht, um durch die Fenster zu kommen. Und jetzt ist der da schon wieder am Generator rumfummeln. Und dann komme ich da gar nicht hinterher, wenn die ganzen Leute einfangen. Aber ich setze jetzt einfach immer eine Bärenfalle. Ah, da ist die Bärenfalle wieder. Jetzt hat die Lady hier die Bärenfalle kaputt gemacht, oder was? Muss ich die jetzt wieder... Jetzt muss ich sie wieder aufsammeln. Auf jeden Fall geht das noch nicht so ganz. Ich habe mich ja am Anfang gefragt, in der ersten Folge, warum der Typ es sich so schwer macht und warum der manchmal die Feinde nicht sieht, warum er manchmal die Leute hier nicht sieht, die er einsammeln muss und langsam... Boah, ich habe langsam keinen Bock mehr hier auf das... im Kreis gelaufen. Ich suche mal einfach einen anderen. Langsam verstehe ich, warum der die Menschen nicht findet. Das ist echt fiese Brise bei dem ganzen Nebel und so. Das geht nicht so einfach. Und langsam gewöhnt man sich aber dran. Ich denke übrigens immer bei den Raben, dass das... Ach, da ist sogar ein Persönchen. Ich dachte, ich hätte mich geirrt, aber da ist echt ein Persönchen. Wer bist du denn? Wollen wir dich haben? Den wollen wir haben, den holen wir uns. Geil. Diese Kisten sind auch mal super geil. Die kriegst du anderen vor Latz geballert. Ich weiß, die wiegen vielleicht, keine Ahnung, so Bananenkistengewicht. Aber das haut unseren Öppis total aus den Latschen. Also das ist echt eine fiese Nummer. Da muss man aufpassen jetzt. Das ist aber frech hier, was du dir gerade erlaubst, Eumel. Du kommst sofort mit. So. Jetzt gibt's erstmal auf die Fott. Wo hängen wir den denn auf? Da hinten ist, glaube ich, direkt was. Da klatschen wir dich mal rein, oder? Wie heißt denn der Typ? Wer bist denn du? Häng. Du bist... Keine Ahnung. Ist auch unwichtig. Da zieht jetzt ein bisschen. Pass auf, wir lassen das mal einwirken. So. Einen für unterwegs. Und dann komme ich gleich nochmal wieder. Ist das eine Idee? Oder bleiben wir lieber... Pass auf, wir setzen jetzt zur Sicherheit noch so ein Teil hin. Wenn gleich einer von deinen Freunden kommen will, Randy. Ist das überhaupt ein richtiger Spieler? Randy hört sich so KI-mäßig an. Egal, wenn da einer hinkommen will, wir bleiben erstmal hier. Wir passen erstmal auf, denn da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, dass mir mein erstes Opfer direkt wieder weggemobst wird. Ach, guck mal, da ist der Nächste. Du siehst lustigerweise aus genauso wie Randy. Willst du nicht zudem? Komm, dich packen wir auch noch dazu, oder? Ich muss... Oh, scheiße, jetzt ist da jemand am Rumfummeln. Nee. Den lässt du... Wer bist du? Ach, die Trude schon wieder, die hat mal meine Klatschbutz. Ich glaube, Randy ist irgendwie AFK. Da ist er selber schuld. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt schon zum zweiten Mal umgehauen habe und ich ihn wieder da dran knüppel, dann hält er nicht mehr ganz so lange aus, oder? Kann das sein? So, Klatsch. Bitteschön. Fühlt sich noch genauso schön an wie vorher. Butz. Guck mal. Ich glaube, das war's mit Randy. Randy ist fertig. Jetzt kann ich auch endlich meinen Teil hier einsammeln. Wupsi. Genau, komm mit. Denn was ich nicht wusste, als ich die erste Aufnahme gemacht habe, ist, dass man die Dinger wieder einsammeln muss, die Bärenfallen. Der Typ hat gar nicht unbegrenzt viele davon und muss die alle einpacken und mitnehmen. Und dann, jetzt ist da schon wieder jemand. Und dann, erst kannst du die benutzen. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Oder er. Pass auf. Wir versuchen die jetzt mal auszutricksen. Wir laufen einfach drumherum. Das wuppst doch 100 pro, oder? Die Bananenkisten kann man leider nicht im Vornherein wegmachen. Die gehen mir nämlich total auf den Sack. Also die sind echt das Nervigste. Aber ich glaube, ach, das Ding hat eine obere Etage. Die sind das Nervigste und dass der Typ so ewig braucht, um irgendwo rüberzukommen. So, wo bist du? Du bist gerade hier am Machen dran, Butz. Ach, da kann man auch noch runter. Was ist mit dir? Ich glaube, er ist ein Level 1 Typ. Das habe ich vorhin in der Lobby gesehen. Also er soll bitte auf jeden Fall abkacken. Dann bin ich schon glücklich. Dann habe ich jemanden besiegt, der besser ist als ich. Das wird mich eigentlich schon recht zufrieden stimmen. Jetzt rennt er auch schon wieder hoch. Die ziehen immer die gleiche Nummer ab. Was hat denn der da eigentlich für eine Lunchbox in seiner Hand? Ist das ein Medikit oder was ist das? Ein Brötchen für unterwegs von Mutti. Pass auf, das Mobs mit dem. Wir kriegen das hin. Ich muss... Eigentlich ist es ja klar, oder? Der hüpft, der geht jetzt oben hin, hüpft dann direkt wieder runter, läuft dann im Kreis, weil die diesen Generator unbedingt anmachen müssen. So, jetzt haut er nämlich wieder ab. Kann ich ihm nicht einfach... Wir laufen einfach mal entgegengesetzt. Wenn er doof genug ist... Dann wird uns jetzt direkt in die... Ja, oder sie. Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, aber nehmen wir dich. Und er auch darum.
Man sieht ja unten links, ob die schon Schaden gefressen haben oder nicht. Und wenn die schon rot sind, ist das... Oh, jetzt geht er schon wieder. Die Krise. Wenn die rot sind, dann humpeln sie, dann sind wir auf jeden Fall schneller als die. Ich lasse den jetzt einfach mal... Ich lasse den einfach mal außen vor. Und setze hier eine Falle hin. Wenn er nämlich jetzt gleich hier oben herlaufen will, wird das erstmal nichts. Und dann können wir uns den direkt reinschnipseln, den Kerl. So. Trude ist keine Ahnung wo. Trude ist draußen. Und er überlegt es sich noch. Dass du die Typen nicht erwischen kannst, wenn du hinter dem Fenster bist, ist auch fies. So, er ist nach oben. Und sie haut... Genau das meinte ich. Weißt du, jeder Lidl-Verpackerer hält da mehr aus. Aber der 1,90-Typ, der ist wahrscheinlich größer, der Metzger hier. Der lässt sich davon aus den Latschen hauen. So, jetzt ist keiner in meine Falle gelaufen. Geil. Mega geil. Man kann also selber in die Dinger. Aber ich glaube, das haben wir auch mal gesehen, oder? Dass man da selber reinlaufen kann. Aber ich muss das nicht wieder aufstellen. Ich glaube, das kann ich einfach so liegen lassen. So, wir holen uns jetzt erstmal ihn. Erstmal ihmchen hier, damit das Teil nicht... Da ist gar keiner mehr. Jetzt ist da hinten wieder jemand. Wollt ihr mich veräppeln? Aber eigentlich muss ich ja nur aufpassen, dass sie das in der Mitte nicht aktivieren können. Nicht wahr? Und die fummeln da gerade an meiner Bärenfalle rum. Das ist meine Öppis. Hat er die kaputt? Nee, hat er nicht kaputt gemacht. So, putz! Putz! Ah, okay. Natürlich, das müssen wir erstmal abwaschen. Wir wollen ja nicht, dass der Nächste sich dann infiziert. An dem Blut des Letzten. So gepflegt ist er dann doch. Aber wenigstens habe ich gerade die Wahl. Jetzt nicht schon wieder mein Ding reinlaufen. Wenigstens habe ich gerade die Wahl, wen ich will. Ich glaube, ich nehme mir aber auf jeden Fall die Butze hier erstmal mit dem Medikit. So, da liegt sie im Schlamm. Die Ressine. Jetzt gibt es erstmal Hähnchengeflügeltes à la Ressine. Dich hängen wir jetzt hier dran. Dann kannst du erstmal eine Weile dünsten. Bitteschön. Bei dem Nebel sollte das ja klar gehen. So. Ja, ich weiß. Das zwickt beim ersten Mal ein bisschen. Aber irgendwann ist es dann halb so wild. Wart ab. So, wo ist denn jetzt dein Kollege hier? Du suppst übrigens ein bisschen nach unten hin. Aber manche stehen ja auf blutiges Fleisch. Ich finde das übrigens immer eklig, wenn man... ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So, was ist mit dir hier jetzt? Das ist ein Eugen-Charakter, kriegt nichts gebacken, haut mir aber trotzdem das Teil vor die Birne. Ich habe den doch eigentlich voll erwischt, oder? Ich habe den sogar erwischt, der liegt da auf dem... So. Der liegt da auf dem Boden rum, oder? Warum ist die Bananenkiste jetzt nicht mehr unten? Wo bist denn du? Aaron? Ach, da... Ach, Aaron liegt im Gras rum. Hat wahrscheinlich auch gedacht, dass ich dich nicht sehe, hä? Wolltest du erstmal ein bisschen recovern? Das wird wohl nichts. Wir beide gucken jetzt dabei zu, wie die Ressine hier gegrillt wird. Ist das was? Das ist was, oder? Das machen wir mal. Die strampelt sich da gerade einen ab, genauso wie du auch. Ich glaube, ich kann ihn leider nicht davon abhalten, zu strampeln. Die hauen dann nämlich irgendwann ab und dann bin ich ein bisschen dizzy. Und ich will nicht, dass der dann dahin rennt und die Alte befreit. Das wäre jetzt ein bisschen ja, genau das meinte ich. Das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn du jetzt dahin rennst und... Ja, komm, pfeif drauf. Ich werde ihm jetzt nicht hinterherrennen, sonst kommt nämlich 100% der gute Spieler um die Ecke und befreit die Alte und das will ich nicht. So, ja, super geil. Jetzt hat der nämlich die Ausgänge aktiviert. So, Ressine wurde gemampft und da oben auf dem Dach war gerade der Typ. Okay, alles verläuft nach Plan. Alles läuft super. Aaron haben wir ein bisschen eingedutscht. Aber vielleicht kriegen wir den auch noch. Ich glaube nur, es gibt da mehrere Ausgänge. Es wird ein bisschen kompliziert, die jetzt alle noch einzufangen, oder? Aber ihn will ich auf jeden Fall. Du mit deiner Lunchbox da. So, komm her. Diesmal hat dein Trick nicht ganz funktioniert. Das war nichts. Und wenn dein Aaron jetzt nicht kommt, um mich zu retten, dann bist du mein. So, guck mal hier. Du kriegst so einen schönen Spot direkt auf dem Berg, damit dich auch jeder sehen kann. Was heißt jeder? Ach, Aaron haut gerade ab übrigens. Und links ist so ein Türbild. Jo, das war's, Kumpel. Ruthless Victory. Geil. Einer ist abgehauen aber. Und trotzdem habe ich eine Ruthless Victory. Müssen die mit mindestens 3 Leuten abhauen, damit sie gewinnen? Also ist quasi Teamspiel erzwungen. Das finde ich geil. Das finde ich schön. 11.661 Punkte. Das ist doch mega nice. Ich werde jetzt auch keine zweite Runde hinterher... Ich werde jetzt auch keine zweite Runde... Ich werde jetzt auch keine zweite Runde hinterher schieben. Denn ich stehe eigentlich auf so ganz, ganz kurze, kleine 10-Minuten-Videos oder so. Es ist was Nettes für zwischendurch. Das gucke ich selber auch ganz gern. Und bei dem Mördergedöns, das dauert auch immer ein bisschen in den Lobby zu kommen und so.
Deswegen haue ich mir jetzt noch so ein paar Skillpunkte rein. Und dann wupps das erstmal. Geheimkiste, was ist da drin? Ein Schleifstein. Nice. Blauholz, Färbemittel, Holz, bla bla bla. Wir nehmen das, wir müssen ja sowieso alles machen. Man kann sich das ja nicht wirklich einteilen, weil man ja zum nächsten Netzlevel möchte. Oder Blutgedöns oder wie das heißt. Okay, dafür reichen die Punkte nicht mehr. Aber egal. Wir haben es geschafft auf jeden Fall, wir haben es gewonnen. Und ich sage, bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder ein Opfer spielen. Tüdelü! Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la. La casa del merengue. La...